about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see. Hi everyone, ich grüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir waren gerade beim Deals einkaufen, deswegen gibt es so einen kleinen Deals Haul. Wir haben über 100 Euro ausgegeben. Ich gucke mal eben gerade, wie viel genau. Das waren 106 Euro. Ja, das läppert sich immer bei Deals. Wir mögen das halt sehr gerne, Deals. Und wir müssen gar nicht so weit fahren. Ich glaube, 20 Minuten oder so mit dem Auto. Also noch näher dran als wie vorher bei dem anderen Wohnort. Genau. Und jetzt zeige ich euch mal, was wir Schönes gekauft haben. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das ganz schnell nach. So sehe ich, dass dir der Content, den ich dir hier biete, in ihr Land gefällt. Für mich bedeutet das die Welt. Für dich einfach nur ein kleiner Klick auf den roten Button. Und auch über einen netten Kommentar und ein Like freue ich mich immer riesig. Ja, wie gesagt, wir waren bei dir jetzt einkaufen. Ich war sehr aufgeregt, weil wir waren schon ein paar Monate nicht mehr da. Ja, mit was fange ich denn jetzt an? Mit was? Wir nehmen auch gerne Fairy immer für Spülmittel, Fairy Waschmittel und Fairy Spülmittel. Und da habe ich jetzt diese große Flasche gesehen von 660 Milliliter, hat gekostet 3 Euro. Deswegen muss ich es mitnehmen. Wird lange halten, deswegen. So, dann hat Thomas einmal Mundspülung eingepackt von Listerine, Cool Mint. Ich kann euch ja sonst auch die Preise einblenden. Genau, das mache ich auch. Ich blende euch die Preise mal ein. Ja, musst du das auch mit. Wir haben da vier Stück von mitgenommen. Es war im Angebot, ich glaube, 2 für 1 Euro. Also pro Stück 1 Euro dann günstiger. Ich glaube, mindestens 50 Cent oder so. Naja, ich gucke dann nochmal. Ich blende euch die Preise ein. Wie gesagt, diese leckeren. Genau, diese Instant-Nudeln mit Curry mag unser Kind sehr, sehr gerne. Davon weiß ich gar nicht. Ich glaube, 4. Ich meine, dass wir 4 mitgenommen hätten. Dann natürlich wieder Hygienetücher. Die benötigen wir im Auto. Deswegen habe ich dir eine kleinere Packung mitgenommen. Sonst gibt es ja immer so große Packungen und so. Deshalb. Dann Raumspray Vanille Magnolie. Riecht sehr, sehr gut. War runtergesetzt auf 2,50 Euro. Dann haben wir es halt mal mitgenommen. Weil Febreze ist halt auch nicht so günstig. Auch nicht hier in Irland. Genau. Ja, machen wir mal weiter. Eine Kinderschokolade mit 12 Stück habe ich mal mitgenommen zum Naschen. So kleine Naschi-Naschi. Muss auch mal sein. Dann habe ich gesehen Knoppers. Die kriegen wir hier nicht allzu oft. Im Lidl, glaube ich, gibt es die auch mal, aber nicht immer. Die habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Deswegen habe ich so ein 4er-Pack Knoppers mal wieder mitgenommen. Fürs Kind dann mal zwischendurch und für uns. Genau. Dann Thomas und Kind mögen das sehr gerne, M&M's Brownies. Ich weiß nicht, ob es das auch in Deutschland gibt. Ja, bei uns gibt es das noch nicht so lange und die mögen das sehr, sehr gerne, wie gesagt. Und ich blende euch die Preise ein. Dann könnt ihr ja mal vergleichen, wie teuer das dann so in Deutschland ist. Ja, dann, ich glaube, normalerweise kosten die 5 Euro oder so. Die kosteten jetzt 3 Euro. Das ist ein Conditioner von L'Oréal Paris. Ich fahre damit sehr, sehr gut mit dem Shampoo. Und die haben die meisten Geschäfte hatten immer nicht diesen Conditioner davon, sondern nur das Shampoo. Und ich bin froh, dass sie jetzt halt diesen Conditioner hatten. Ja, super. Einmal für mich mitgenommen. Und einmal fürs Kind, auch ein Conditioner noch. Und dann das Shampoo von L'Oréal. Genau, das ist halt für koloriertes Haar, auch 3 Euro oder so. Dann hat sich Thomas noch eingepackt, Duschgel.
Dann habe ich das hier gesehen, so Mini-Croissants. Die kann ich natürlich nicht essen, die vertrage ich nicht. Aber Kind kann die dann mal essen. 5 Stück Croissants mit Schokolade. 7 Days. Wie teuer ist das bei euch? Ich glaube, das gibt es bei euch auch. Bin ich mir ziemlich sicher. Dann haben wir hier zweimal, hat sich Thomas mitgenommen, Deo. Deo-Roller, die sind auch richtig gut. Machen wir mal weiter. Dann habe ich hier eine Yankee Candle gesehen und auch mitgenommen. Hat gekostet 7 Euro noch was. Und da habe ich gesagt, mein Gott, so eine große für 7 Euro, die nimmst du mit. Auch wieder von der Reihe Home Inspiration. Genau, aber die riecht super gut. Ist auch wieder eine Weihnachtskerze, aber die riecht gar nicht so typisch nach Weihnachten. Ob man die trotzdem jetzt schon abbrennen könnte? Egal, sonst habe ich die jetzt für nächstes Jahr. Obwohl, ich brenne die trotzdem ab. Ist das verboten, Weihnachtskerzen auch tagsüber? Weihnachtskerzen kann man doch ganze Jahr über brennen lassen, oder? Das hat nicht so einen typischen weihnachtlichen Geruch, deswegen. Auf jeden Fall ein super guter, angenehmer Duft. Könnt ihr ja mal gucken. Ja. Ich habe ja nicht genug. Ja, ich habe mir auch noch ein Deo gegönnt. Braucht man ja hin und wieder mal. Und das finde ich am allerbesten. Das ist irgendwie so eine Nachmache, sieht so ein bisschen aus wie Rexona. Kommt dem auch bestimmt nah, ich weiß es nicht. Ja, dann, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Und zwar, ich fand das so ganz cool, dieses Muster. Ich wollte da, also hier in der Küche, ne, bei diesem Herd, da müssen wir hier eh noch streichen und da ist jetzt gar nichts. Also keine Fliesen, kein Spritzschutz, gar nichts. So, und dann habe ich gedacht, entweder kann man auch Bäder damit verschönern oder man kann das ja eigentlich rein theoretisch auch für die Küche machen als Spritzschutz, weil das kann man abwaschen, das ist eine abwaschbare Oberfläche und ja, warum nicht? Ja, hier steht ja auch, für Badezimmer, ideal für Badezimmer, Küchen, Schlafzimmer und Abstellraum, egal wo. Das ist cool. Davon haben wir jetzt 1, 2, 3 Stück mitgenommen. Das sind jeweils 5 Bögen, das müsste eigentlich reichen für die Küche. Ja, und somit sieht das dann schon ganz, ganz anders aus. Kann man mal testen, ne? Bis wir die Küche komplett fertig haben, dass da nicht immer alles rangespritzt wird. Weil wir werden ja auf jeden Fall noch richtige Fliesen dann legen. Aber das kommt alles noch nur als Übergangslösung, bis wir die komplette Küche fertig haben. Die Schränke gestrichen, neue Spülmaschine, neue Wasserhahn und was weiß ich alles. Neue Arbeitsflächen und so weiter. Genau. So hat man dann schon mal was. Muss ja nicht immer alles so teuer sein, ne? So. Dann hat sich Thomas noch eingepackt was Süßes von Haribo. Das sind diese mit Erdbeeren und vegan. Erdbeeren und vegan. So. Ist wohl, mag Thomas sehr, sehr gerne unterwegs mal naschen. Dann, ja. Ach, hier ist noch ein Deo von Thomas. Also 3 Stück hat er genommen. Dann fand ich nämlich richtig cool. Ich werde jetzt ja alles nochmal neu organisieren und deswegen nochmal quasi so in, wie sagt man, in Druckschrift, nee, in Schreibschrift sozusagen nochmal mitgenommen. Da kann man auch zum Beispiel nur die Gläser beschriften und den Kühlschrank beschriften und verschiedene Sachen, die man ja organisiert und so weiter, Kräuter und Snacks und was weiß ich alles. Finde ich cool. Kann man bestimmt gebrauchen. Es gibt auch so einen Drucker, wo man das sich selbst ausdrucken kann, verschiedene Schriftarten und mit Bildern und bla bla bla. Ich fand das halt cool. Und genau, das hat Vorderseite und Rückseite. Ja, genau, mit Tee, Kaffee, Zucker. Ja, gibt es verschiedene. Ich dachte, das macht ja Sinn, ne? Auf jeden Fall mega cool. Ach, Penny, du stehst auch noch da.
Ja, dann haben wir hier, das T-Shirt hat sich Thomas ausgesucht. Das ist für den St. Patrick's Day für 5 Euro und 4 Pfund in Größe L. Fanden wir ganz gut für St. Patrick's Day. Für den St. Patrick's Day, yay, der ist ja bald schon wieder, ne? Nächsten Monat. Ja, mega. So, und was hat das Kleeblatt sich ausgesucht? Ein graues T-Shirt. Ich habe es jetzt mal in XL genommen, weil ich es in Trocknern tue, damit es nicht einläuft und schön, ja, weit ist. Fand ich jetzt auch ganz süß und nice. Passt ja zu Irland. Ja. Dann habe ich noch eins gefunden. Das andere 1,50 Euro. Das war schon sehr reduziert, deswegen habe ich es auch nochmal mitgenommen. Nochmal eins in XL. Und ja, das sieht dann so aus. Haben wir noch eine schwarze Jogginghose fürs Kind in L. Die hat gekostet 10 Euro. Ne, Quatsch, 10 Pfund. 12 Euro. Genau. Also die ist richtig schön. Leicht vom Stoff her und sieht richtig gut aus fürs Kind. Dann haben wir hier noch ein T-Shirt, hat sich Thomas in L mitgenommen für 3,50 Euro. So eins. Das sieht auch richtig schön aus. Ja. Ach, hier ist ja noch ein Deo. Wie viele Deos hat er mitgenommen? 4 Stück. So, dann hat sich Thomas noch Unterwäsche gekauft, die zeige ich jetzt nicht. So, dann haben wir hier einmal Tuck Bacon. Das schmeckt auch richtig gut. Und das war's. Ja, das war's. Dafür 106 Euro. Naja. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Haul gefallen. Und oder würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss, meine Lieben. Bye, bis zum nächsten Mal. Euer Kleeblatt aus Irland. Ciao. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for.